Also im Vordergrund haben wir extra die Hochzeit hier gemacht. 6,3 Liter Hubraum zu 180 PS stark, wenn der Kompressor angestartet ist. Vorsicht vor der Frau, die Pause ist der unten kam und auch ein Aufzug, die hinten draufsteht, dass wir nicht mal Klack machen. Also das waren die Rennwagen der 20er Jahre aus dem Haus Mercedes. Wir werden einen weiteren in SSK noch sehen. Und hier, wie gesagt, auch für das Technikmuseum, auch das Technikmuseum hat sich gesagt, unterwegs. Das war aber nicht die Alten. So, viele Wiederholungswetter, die wir hier noch mit dabei haben. Kleiner Vorgeschmack, wie gesagt, was hier kommen wird bei der Heidelberg Historik, haben Sie schon mal eben gesehen. In dieser Art und Weise geht es jetzt weiter, die nächsten 2,5 Stunden. 185 Fahrzeuge der Heidelberg Historik werden hier direkt vor dem Standesamt anhalten. Einer der Teilnehmer übrigens, kein anderer als Ihr Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner, der mit seinem selbstrestaurierten Triumph hier mit dabei ist, den Triumph TR4, den er immer fährt, zusammen mit seinem Sohn, hat er lange, lange Jahre daran gearbeitet, in der Freizeit wohlgemerkt, und hat jetzt diesen Wagen auch wieder top fit und ist hier auch bei der Heidelberg Historik damit unterwegs. Entschuldigung, bitte. Haben wir jetzt die Mercedes nochmal ganz schnell zurück, wie gesagt, aus der sogenannten K-Linie, die später von dem S abgelöst wurde. Das ist das Fahrgestell, die Karosserieform erinnert so ein bisschen an die SSK-Klasse, aber hier hat man nochmal die Trittbretter an der Seite, damit kann man sehr gut erkennen, dass dieser Wagen, wie viele Wagen der damaligen Zeit, später nochmal eine andere Karosserie bekommen hat. Wir reden hier von den Fahrzeugen, die noch ein separates Chassis haben. Das heißt, Sie können natürlich diesen Karosseriewechsel viel leichter machen als heutzutage mit den sogenannten selbsttragenden Karosserien, denn die können Sie nicht mehr wechseln. Und hier kommt mit der Startnummer 3 der nächste angefahren. Das ist die Team aus der Schweiz. Herzlich willkommen an Dominik Suter und Sandro Wetter. Sie können ruhig ein bisschen applaudieren, wenn Sie Lust dazu haben. Das ist der Ford A, der hier aus der Schweiz herangekommen ist, aus dem Jahr 1930. Das A-Modell, was den legendären T abgelöst hat, in dieser Form 3,3 Liter hat, also einen großen Vierzylindermotor. Die PS-Zahl war eigentlich so 35 bis 40, die beiden geben aber an, und das gab es damals auch schon, das Frisieren oder Tunen von Fahrzeugen. Sie sagten zwischen 60 und 70 PS, glauben Sie, dass Sie in diesem Ford A-Modell gefunden haben. Ja, das Ford T-Modell, der Beginn der automobilen Leidenschaft für viele Amerikaner. Henry Ford wollte ja die Millionen motorisieren, hat es auch gemacht, hat als erstes Fließband erfunden.